Hallo aus Norwegen. Ja, eine Erklärung zu dem abgebrochenen Livestream gestern, dem guten Rutschfischen. Heute ist das schlechte Neujahrfischen. Denn wir haben gestern hier gefischt, wie ihr gesehen habt. Und was ihr aber nicht gesehen habt, dadurch, dass eine Latenz bei YouTube ist und das Signal ungefähr 3-4 Sekunden später zu euch kommt, wahrscheinlich weil vorher über den Algorithmus geprüft wird, ob eben vielleicht verbotenes Material gezeigt wird bei dem Livestream, weil es ja live möglich ist, live draußen. Ja, jedenfalls habt das 3-4 Sekunden Latenz und in diesen 3-4 Sekunden, die ihr eben nicht seht, wo man das iPhone, was ich vorher auf dem Stativ da draußen hatte, eben so ein bisschen gewackelt hat, ist, dass das iPhone tatsächlich mit Stativ ins Wasser gefallen ist. Ich hatte vorher Wind und Wellen natürlich einkalkuliert und auch das Stativ. Ich habe es extra ein bisschen niedriger gestellt gehabt, damit eben Wind und Wellen das nicht erfasst haben, aber wie der Teufel es manchmal will. Wahrscheinlich die Wellenbewegung nach so und dann eine richtige Windböe auch in die Richtung. Und dann ist das Stativ samt iPhone drauf auch noch so weit rausgefallen, dass ich es nicht mehr greifen konnte. Das hatte ich eigentlich auch bedacht. Ich hatte extra das Stativ ein bisschen weiter auf den Steg gestellt, damit, falls der unglücklichste Fall kommt, dass es eben ins Wasser fallen sollte, ich es noch greifen sollte. Dann ist der Wind aus der anderen Richtung gekommen. Das heißt, ich habe nicht mal gehört, dass das Stativ mit iPhone komplett ins Wasser geplumpst ist. Es muss ein Geräusch gegeben haben, aber dadurch, dass eben Wind war und der uns entgegenkam und das iPhone hinter uns stand, haben wir eben das Geräusch nicht gehört, viel zu spät wahrgenommen. Wollten dann noch das Stativ greifen. Es guckte noch mit einem Bein raus. Ich hatte vielleicht einen Bruchteil einer Sekunde überlegt, halt springst du in das Wasser, weil man könnte ja rein theoretisch da auch wieder rauskrabbeln. Aber ich habe mich wahrscheinlich unterbewusst dagegen entschieden, weil hier ist tatsächlich mal vor 2 Jahren jemand ertrunken. Womöglich bei der gleichen Aktion. Und das Ertrinken ist nicht das Problem des Nicht-Schwimmen-Könnens, das kann ich natürlich. Aber der Fjord hat in der Mitte in 1 Meter Wassertiefe nach statistischer Anzeige eben auf einer Webseite 6 Grad. Wir haben allerdings jede Menge Schmelzwasser, wie man das sieht hier. Und es ist vereist, nachts ist Frost, das heißt, das Oberflächenwasser ist größtenteils Süßwasser. Und das hat wahrscheinlich nur 2-3 Grad. Und dann ist die Frage, wie schnell kommt man da raus, bevor eben die 2-3 Grad, die eben komplett hier einen durchnässten Klamotten dann auch noch 20 Kilo schwerer machen, wie schnell kommt man da raus? Das Seil, was man da hinten zum Beispiel sieht, das ist festgefroren. Zumindest war es gestern noch festgefroren. Und diese Halterung, wo man rausklettern kann, ja, das muss man eben in dieser Kürze der Zeit berechnen können. Kriege ich einen Kälteschock, an dem ich dann sterbe? Bin ich dann so schwer und dann so kalt, dass ich mich eben noch nicht mehr bewegen kann, da drauf zu kommen? Meine Tochter ist auch wieder mit. Natürlich kann meine Tochter mich dann im Notfall da rausziehen und wahrscheinlich diese ganzen Gedanken sind mir dann durch den Kopf gegangen. Und ich dachte, da das Stativ noch nicht tief gesunken war, also man sah es ganz langsam versinken, dachte ich eigentlich, dass man es mit der Angel schnell rauskriegt. Die Angel hatte sich aber blöderweise verknuddelt in der anderen Angel, sodass ich erstmal da wieder abreißen musste und einen neuen Haken anknoten musste. Dann war ich mir trotzdem ziemlich sicher, dass wir das Stativ mit iPhone bekommen, aber nix. Überhaupt nichts. Mit 2 Angeln versucht, hochgefahren, Anker und ähnliches geholt. Stundenlang mit der Frau bis ins Dunkle hier rumgefischt und unglaublicherweise, normalerweise bleibt man an jedem Scheiß irgendwo hängen, nichts mehr zu machen. Es ist da 25 Meter tief und rutscht dann ziemlich schnell runter auf 35 Meter. Strömung ist eigentlich wenig, aber es kann natürlich eben sein, dass trotzdem, man sieht es ja jetzt durch Wellenbewegung und sowas, irgendwo eine Mittelströmung, Unterströmung ist, dass das Ganze eben zu weit weg ist. Jetzt will ich mit einer Unterwasserkamera da hingehen und versuchen, ob ich mit der Unterwasserkamera irgendwas sehe. Wir haben schon wieder, man sieht es, fast Sonnenuntergang, 2:30. Und ich fürchte, auf 25 Meter sieht man im Winter hier gar nichts im Wasser. Der Boden ist komplett vereist, so überall, also auch auf dem Steg. Das heißt, man kann sich hier praktisch nur so rutschen fortbewegen. Und daher eben auch die Frage gewesen, kann ich mich auf den Steg wieder alleine raufziehen oder schafft es meine Tochter, mich da alleine raufzuziehen? Ich habe mich halt gegen alles entschieden und nun ist das iPhone eben weg. In Norwegen bedeutet es ein ziemlich großes Problem, kein Telefon zu haben, denn anders als die meisten vermuten, das schon mal als Tipp für Auswanderer, Norwegen ist komplett digital. Das heißt, entweder bist du hier in dem System oder du bist nur Tourist oder illegal hier. Diese 2 Möglichkeiten gibt es.
Wenn du keine digitale ID hast, die nennt sich hier Bank-ID, die ist mit deinem Bankkonto verknüpft, kannst du hier gar nichts machen. Du kannst hier kein Auto kaufen, du kannst hier noch nicht mal ein Postpaket legal empfangen. Du musst dich für alles verifizieren und dafür brauchst du halt die Bank-ID. Und die Bank-ID ist natürlich auf deinem Telefon. Und wenn du dein Telefon eben weg ist, dann hast du das Problem, dass du dich mit nichts mehr auf irgendeiner staatlichen Webseite anmelden kannst. Nichts mehr. Ja, heute ist es so schaukelig hier, dass man nur noch mit Spikes hier gehen kann. Das ist lebensgefährlich. Deswegen bleibt meine Tochter auch hier. Und ich muss versuchen, da mit der Kamera mal hinzulatschen. Bikes, die kann man sich unterziehen. Wir haben 2 Grad plus und es taut halt leicht. Und nachts friert es dann halt wieder leicht. Das ist ein einziger Eispanzer jetzt nur noch auf der Oberfläche hier. Das hier ist übrigens unser ganzes Bergungsmaterial. Sehr interessante Sachen dabei. Ein klassischer Anker. Mit Haken, Gaffhaken garniert, an einem dicken Seil. Und hier ist eine Sacadera Canaria. Das ist eigentlich ein Höhengaff. Und würde sich ja absolut anbieten zur Bergung von solchen Sachen. Das heißt, klappt über das Stativ runter und irgendwo hakt man es halt hoch. Aber wie gesagt, auch kein Erfolg. Da haben wir eine Flosse von einem Schwertwal vermeintlich gesehen. Aber es ist nur Holz, denke ich mal. Aluna ist nur ein langes Holz, vielleicht ein versunkenes Schiff oder so. Das hier sind übrigens die Aufnahmen von der Unterwasserkamera. Sie liefert ja sehr gute Bilder, wie man in anderen Videos sieht. Aber diese Kamera wird in Florida produziert und hat man scheinbar nicht überprüft, ob sie auch arktische Temperaturen verträgt. So hat sie auch hier schon frühzeitig abgeschaltet. Und ja, hier rede ich noch davon, dass ich auf die Aufnahmen gespannt bin. Leider gar nichts. Das iPhone ist übrigens als wasserdicht zertifiziert 6 Meter eine halbe Stunde. Das hält auch mehr. Weil wenn sie das zertifizieren, hält es auch wesentlich mehr. Aber 25 Meter und eine ganze Nacht, ich denke, selbst wenn man das hier rauf befördern könnte, dann ist es eben gelaufen. Ja, das war das Silvesterereignis des Jahres 2023 für mich. Eigentlich soll es ein schöner Angelnachmittag werden, ein paar schöne Bilder für euch. Livestream, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hätten wir bestimmt gemacht in der Kälte und sicher auch was gefangen. Stattdessen ist es eben die absolute Vollkatastrophe geworden. Ich muss jetzt erstmal zusehen, wie ich mir ein neues Telefon besorge. Aber das kostet. Euch wünsche ich jedenfalls einen guten Start in das neue Jahr. Möge 2024 für euch nicht so enden wie für mich das Jahr 2023. Ja. Prost.